Ihr hört's schon richtig. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale 50 gegen 50. Und wir wollen heute in die Sporthalle. Oder wir gehen nach Greasy. Wir gehen nach Greasy. Oder nach Snobby. Jetzt gehe ich nach Greasy. Ist mir egal. Gehen ganz schön wenige nach Greasy. Die gehen alle irgendwie nach Tilted. Aber wir gehen jetzt einfach mal nach Greasy, denn hier ist fast keiner und wir kriegen jetzt vielleicht mal bessere Loot. Die letzte Folge mit dem Raven war nicht ganz der Burner. Wir haben leider, glaube ich, nur einen Kill insgesamt gemacht. Eigentlich mehr, aber die haben da nicht mehr gezählt. Und der Controller ist kacke, ich brauche eigentlich den anderen Controller, aber... Wisst ihr was? Scheiß drauf. So. Ist ja perfekt, ey. Double Pump, ja gut, Jagdgewehr will ich jetzt nicht unbedingt. Aha, Schildtränke, nice. Schluck. Du geile Headhunter. So, und für alle Leute, die jetzt vielleicht im Titel sich denken, hey, was ist ich denn ein Headhunter? Die haben anscheinend Fortnite nicht gekauft. Also das originale Spiel. Schande über euch, denn eigentlich... Ja, ich meine, Epic Games hat 8 Jahre für diesen Scheiß gebraucht. Und ihr kauft euch das einfach nicht, ja. Headhunter ist dieser Charakter hier. Der heißt so. Das steht so fest. Das ist wie mit Ramirez und Wildcat. Ja, das hier ist Headhunter. Man kann sich jetzt leider nicht anschauen, aber ihr werdet ja eh im Dingens ihren Glitzerpopo sehen. Ich hoffe, ich merke mir das. Ich werde einfach ihr Glitzerarsch im Thumb machen. Clickbait. Einfach mal Clickbait. Nein, natürlich nicht. Also ich werde das schon bestimmt machen. So aus Spaß. Obwohl es ja geilere Ärsche gibt. Wen findet ihr? Jetzt mal no... Also wirklich, ohne Spaß. Oh lol. Na super. Wen findet ihr von Fortnite am hübschesten? So. Ich weiß, es ist eine Grafik, die kann man nicht wirklich mit hübsch und so assoziieren. Aber vielleicht könnt ihr es ja doch. Welcher Charakter wäre dann für euch eine Nummer wert? Sag ich jetzt mal. Also nur eine Telefonnummer erstmal, ne? So, um erstmal reinzukommen. Also ich finde, der hübscheste Charakter ist tatsächlich der hier. Headhunter. Also, es gibt natürlich auch No-Skin-Headhunter, klar. Jetzt zwar nicht hier in Battle Royale, aber im normalen Fortnite. Muss jetzt nicht unbedingt die Funke-Spezialistin sein, auch wenn die auch relativ knackig aussieht. Aber ich meine jetzt, noch ein Jump-Pad, what the fuck. Wenn man nicht mal ganz greasy abgegrast, steht da. Aber ich glaube, das reicht hier schon, was wir jetzt hier gefunden haben. Obwohl, ich habe eine andere Idee. Ich gras hier noch ein bisschen ab. Und dann werde ich ein Jump-Pad benutzen und dann zur Zone fliegen. Ich brauche sowieso noch ein paar Mats hier, ey, sehe ich gerade mal. Also Ramirez ist auch nicht gerade hässlich vom Gesicht her, aber ich finde Headhunter ist echt besser. Sieht hübscher aus. So. Aber im Allgemeinen kann man die Charaktere von Fortnite jetzt nicht sexy finden, finde ich jetzt. Dafür sehen sie einfach schlicht zu unecht aus. Nicht so wie bei Fortnite, ja, Leute. Nicht so wie bei Rainbow. Da sehen die Charaktere noch halbwegs echt aus. Da kann man schon mal sagen, Alter, die sieht ganz geil aus. Aber hier sieht keiner geil aus. Aber ich finde halt Headhunter vom Gesicht und allem eigentlich am hübschesten doch. Gut, und von dem Arsch mal jetzt mal ganz abgesehen, den hat jeder Fortnite-Charakter, glaube ich, so groß. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Wollten wir nicht eigentlich noch ein bisschen gucken, ob wir noch was finden? Jetzt wird's lustig, Freunde. Jetzt wird's richtig lustig. So, damit der nicht hinterherkommt. Auf geht's Richtung Zone. Ich höre jetzt zwar keine Truhe. Hier ist auch gar keine.
Oh, guck mal, da ist eine Sternschnuppe. Was ist denn? Sorry. Ich muss hier mal rüber. Tut mir leid. Tut mich wirklich sorry. Hier wird schon kräftig gebaut. Ah ja. Da hinten im Pleasant könnte auch die Party abgehen eigentlich. Wir können ja mal so vorbeischneien. Hier ist leider auch nichts mehr, oder? Nee. Warte mal, was ist das denn da? Aha! Von wegen ist nichts mehr. Immerhin ein bisschen besseres Sturmgewehr. Oh, da hinten auf Loot Lake ist auf jeden Fall schon mal krass gebaut worden. Falls ich es in der letzten Folge vergessen habe zu erwähnen, Limited Time Modes wird es jetzt jede Woche mal geben. Aber mal so durchgemischt. Also es gibt auch noch Folgen, wo dann später kein 50 gegen 50 mehr vorhanden ist. Aber dann kommt trotzdem eine Folge. Der braucht Munition, okay. Komm her. Okay. Der will nicht. Da oben ein Gegner oder was? Hier landet einfach mal so ein Airdrop. Hier auch, lol. So, come on. Komm zu mir. Mr. Airdrop möchte wohl, warte mal, das muss ich jetzt erstmal hier ändern. So. Wo sollen wir rein? Ich glaube, der ist leicht tot. Aber leider habe ich keinen Kill gemacht. Schade. Ich hoffe, da oben benutzt nicht einer mein Jump Pad. Einmal nachladen, bitte. Hier geht's ab, hier geht's ab, hier geht's ab. Okay. Wo sind sie? Die Gegner. Scheiße, die Zone kommt. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck.
Schnell in die Mitte. Lol, das wollte ich gar nicht. Hinter. Den wird keiner mehr vermissen, ey. Was? Nein, mich sieht keiner. Hilfe! Schnell! Oh, du bist eine Retterin, Alter. Holy fuck. Oh oh. Danke dir. Ein wahrer Goldschatz bist du. Ein Schatz. Ich werde gleich hier weggesniped, ey. Scheiße, der Probleme. Nein! Nein! Wo ist die? Okay, ich kann nicht mehr. Gleiche Sende im Gelände, ey. Hier muss irgendwo noch ein Jump-Pad sein. Leute, es tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Da ist ein Jump-Pad. Scheiße. Okay, das war's. Das war's komplett. Schade. Schade, schade, ey. Was eine blöde Runde, ey. Eigentlich war die cool, aber ich hätte mehr Kill. Ey, die Zone ist auch wirklich wieder, ey. Der letzte Scheiß. Vielleicht gewinnen wir aber noch. Wir gucken uns das mal an. Das war, glaube ich, mein Retter sogar, Theo.
Lol, warum hat der Tunnelfoot? Egal. Hm. Neben euch. Lol. Alter, 6 gegen 6, das ist super spannend, ey. Komm, Theo, du bist ein guter, du hast 2 Kills, ich hab nur einen, ey. Ich war richtig schlecht. Können wir noch einen zuschauen? Ja, den Tim. Oder war das mein Retter? Nee, ich glaube, der Theo war mein Retter. Was macht er denn? Theo! Theo! Oh shit, war das knapp, ey. Theo, die Zone kommt, ne? Das ist dir schon klar. Alter, ey. Also so spannend war ein 50 gegen 50 echt noch gar nicht. Was ich so gespielt habe bisher. Was macht er denn? Alter, der hat ja 3 Kills. Komm, bau einen Boden. Los. Ja. Da unten ist er. Nein. Hinter dir. Die ist bei ihm. Es sind nur noch 3. Okay, das war jetzt relativ sinnlos. Oder hat er keine Munition mehr? Da hinten war noch einer. Unten war auch noch der letzte. Das schaffen die. Ne, da ist der nicht. Ja komm, das macht ihr doch, ey. Wenn die das jetzt nicht machen, ne, und der jetzt 4 Leute killt, ey, dann bin ich aber echt. Dann bin ich echt baff, ey. Okay, es sind nur noch 3. Die könnte der andere locker schaffen. Aber Theo ist eine Maschine mit seinen 75 Leben. Den macht er jetzt. Leute, das wird jetzt eng. Wie viel Leben verliert man in der Zone? Schade, ich hab's nicht gesehen. Alter, der Tim ist jetzt auch schon tot. Shit. Oh! Alter, das ist ja die, also bisher die kleinste Zone im 50 gegen 50, ey, was ich hier sehe. Das ist ja mega krass. Alter, die machen jetzt nicht wirklich eine der kleinsten Zonen hier, oder was? Das ist nicht euer Ernst. Der hat das mit dem Medikit gemacht. Ja, lol. Sie haben die kleinste Zone wirklich gemacht. Nice.
Epischer Sieg. Okay, Leute, ja, ich weiß, ich habe nicht wirklich sehr viel selber gespielt. Also doch habe ich, aber das Ende, das musste jetzt einfach sein. Das war ja krass, ey, dass die jetzt ein 50 gegen 50 kleinste Zone gemacht haben. Nicht schlecht. Alles klar. Oder besser gesagt, gar keine Zone. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Da wird es dann wieder einen anderen Skin geben, den ich lange schon nicht mehr benutzt habe. Ich weiß jetzt auch schon welchen, aber ich habe keinen Bock, den anzuziehen. Ich mache es aber trotzdem. Ja, haut rein. Ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt hier kommt. Vielleicht ist da auch schon längst ein neues Update da und das ist hier noch nicht. Mal gucken. Wir sehen uns zur nächsten Fortnite-Folge. Bis dann und ciao.